Willkommen zurück zu Baby Pixels, die dritte Folge an dieser Stelle, und langsam habe ich auch keinen Bock mehr. Ich denke mal, euch geht es da nicht unbedingt anders. Ich könnte mittlerweile mir das Ganze ein bisschen einfacher machen und einfach die alten Folgen so abwechselnd immer wieder abspielen und dabei den Kram mal neu überlabern. Dann, ich meine, vorstellungsmäßig kommt es auch selber hinaus, aber würde ich mich nicht ganz so bei auch rumquälen. Naja, wie auch immer, die heutige Folge soll da sich mal um das Thema aufspießen, beziehungsweise DRM handeln. Also aufspießen wird das dann, was man in dem Video auch häufig sehen wird. Und über DRM möchte ich mal so ein bisschen reden. Da gab es natürlich nochmal so eine kleine Diskussion, wo ich nochmal aufgreifen wollte. Und zwar, ja, diese Drittparty-Geschichte, also Third-Party von irgendwelchen Drittanbietern, also von dem Publisher des Spieles selber meistens. Also Sachen wie Uplay und so. Also, um es ein bisschen weiter zu bringen, Uplay von Ubisoft, Origin von Electronic Arts. Dann gewissermaßen auch Battle.net von Blizzard und Social Club von Rockstar. Schon mal ein kleiner Spoiler. Mit den letzten beiden habe ich durchaus so meine Erfahrung. Von denen habe ich nur gehört, das waren so Sachen, wo ich mir dachte, ich will die auf dem PC haben. Und ja, ich finde es ja mal lustig, wenn da irgendwer sagt, dass das Ganze nicht so wirklich funktioniert, dass sie da nur Ärger mit haben und so. Hatte ich auch immer selber. Also Battle.net zum Beispiel hatte vor einiger Zeit bis vor kurzem noch die Probleme, dass halt, wie soll ich sagen, dass das Ganze nicht funktioniert. Man musste sich quasi zweimal einloggen, weil das Teil dann erstmal wieder offline geschmissen hat und so. Host hatte mal das Problem, dass bei dem ersten großen Update dieses Jahr für GTA 5 ist, also GTA Online, dann der Social Club nicht mitmachen wollte und man dann quasi den Social Club neu runterladen musste, damit man halt das Spiel dann wieder automatisch dann updaten kann. Also Social Club und Launcher war es, glaube ich. Also ist das Seim Rossals ziemlich verbesserungsbedürftig, wenn es darum geht, PC-Spiele zu machen. Also die Optimierung hier ist, die ist grottig. Ich könnte da Sachen erzählen, aber interessiert wahrscheinlich auch nicht wirklich jemand. Das Problem, was ich hier mit diesem ganzen DRM-Zeug habe, ist, es sieht ja auch zu einem gewissen Maß so, dass halt Raubkopien verhindert werden. Dass halt Spiel auf den Nutzer registriert wird und damit auch identifizierbar ist, dass der es gekauft hat und dass es diese, dass jetzt irgendwo eine Disco oder eine Datei im Umlauf ist, die halt zigmal von irgendwelchen anderen Spielen, von irgendwelchen anderen Spielern genommen wird und SAB und ja. Ich meine, prinzipiell finde ich sowas ja nicht unbedingt schlecht. Also, ich finde, man sollte schon viele Spiele bezahlen, wenn man sie haben will, etc. Also, gut, für einige sollte man vielleicht nicht den Vollpreis bezahlen. No Man's Sky. Und, naja. Ich finde aber auf alle Fälle, dass es eigentlich, man sollte auf alle Fälle was bezahlen, wenn man halt wartet, bis dann irgendwie ein Spiel im Sale ist oder so, bis halt Rabatt hat. Das Problem ist einfach nur, dass für mich diese DRM-Geschichten genau das Gegenteil, ja, wie soll ich sagen, provozieren. Weil schlussendlich die Leute, die sich, ja, eine gecrackte Version haben oder so, die müsste ich mit diesem DRM nicht rumschlagen. Und ich finde, dass solche Services, wenn sie nicht perfekt laufen, eine absolute Zumutung sind. Weil schlussendlich ist es quasi so, dass damit die Leute bestraft werden, die Regeln befolgen. Also,
versuche da gerade mal mit so einem Beispiel drauf zu kommen. Da sind irgendwie alle so ein bisschen hart an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, ich werde sehr schwer Race für dich. Ich sehe das schon kommen. Noch ein paar Themen, über die ich reden wollte. Und. Ich weiß jetzt also, dass wenn man die Sachen drauf kopiert, dass das eigentlich dann einem die Möglichkeit gibt, halt, sich solche Sachen dann zu ersparen. Den ganzen Dreck. Und das wäre für mich eventuell sogar. Ich habe nicht vor, irgendwas illegal runterzuladen oder so. Aber das wäre für mich eigentlich noch der größere Punkt, als wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das wegen dem Geld, weil das Geld würde ich dann schon für ein Spiel bezahlen, was ich haben will. Nur will ich mich halt mit dem Scheiß nicht rumschlagen, deswegen halt auch zum Beispiel ich mir keine EA-Spiele mehr hole oder keine Ubisoft-Spiele, wobei ich die... Ich hätte nicht irgendwas gefunden, was ich so gut finde, dass ich es damit haben will, deswegen übrigens ist das so wie, sowieso. Ich meine, jetzt wo es gerade ist, würde ich mir vielleicht mal die Valkyrie angucken, aber will ich mir dafür ein Ubisoft-Konto machen? Eigentlich nicht. Und ich habe nicht so viel gute Sachen im Spiegel, dass ich es unbedingt haben will, also. Ja. Ich sag mal so, es ist ziemlich schwer, mich auf so eine Plattform zu locken. Ich meine, mit Battle.net habe ich es gemacht für Hearthstone. Für GTA Online habe ich dann halt auch mal den Social Club da was gemacht und es ist schlussendlich das Gleiche. Ich habe ja schon gesagt, dass auch für beide Sachen Beispiele gibt, wo es halt nicht mehr so wenig funktioniert. Ey, dieses scheiß Kettenteil, also das hätten die sich auch sparen können. Das ist schon nervig genug, also ich denke mal, ihr werdet damit weil auch keinen Spaß mehr dran haben, wenn ihr überhaupt welchen hattet, aber also so viel einmal zu dir, ich will da nicht allzu viel drüber reden, weil es ist eigentlich kein großes Thema für mich, also ich muss auch dazu sagen, dass zwischen meiner Entscheidung, dass ich diese ganzen Sachen nicht haben will und mittlerweile auch sich die Sachen ein bisschen verbessert haben. Also ich habe mal gehört, dass ich glaube, es war Overlords, dass das mittlerweile halt auch ziemlich gut läuft und so, aber trotzdem. Und es geht für mich halt auch so ein bisschen gegen den Sinn, den ich so für den ganzen Kram habe, dass ich gerne Sachen besitzen würde. Das ist bei Steam wäre eigentlich auch nicht anders, wenn Steam jetzt irgendwie down gehen würde aus irgendeinem Grund. Man könnte viele Sachen offline spielen, weil die könnten die Sachen auch blocken. Also man kauft eigentlich eher Zugriffsrechte auf die ganzen Sachen und man hat da eigentlich nicht mehr irgendwas, was dafür sorgt, dass man das Ganze auch dann im Zweifelsfall noch in einem Jahr oder so spielen kann. Ich weiß nicht, ob es auf der rechtlichen Ebene irgendwas gibt, aber so generell kann das alles sehr schnell erstmal weg sein. Und diese ganzen DM-Geschichten sind halt so in der Richtung, es geht weg vom Eigentum, ist mehr so irgendwie Zugangsrechte, mehr oder weniger als geliehen. Es wäre wahrscheinlich nicht so machen. So, ich weiß nicht, ob das nächste Thema noch what the fuck anschneiden sollte. So wie gerade Linda angeschnitten wurde. Nee, sagen wir mal. Ich habe glaube ich noch zwei Themen. Das eine ist die neue Konsolengeneration. Das ist ein bisschen was Längeres, was ich jetzt auch nicht unbedingt anfangen will, weil. Nun ja, als ehemaliger Konsolär habe ich da so meine. Das eine Meinung zu und das andere. Puh. Weiß ich nicht mehr ganz.
Wobei ich mal eigentlich reden könnte, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was irgendwie was anderes wäre. Wissenschaftlich fundiert und so. Nee, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, auch in letzter Zeit, ist, dass sich YouTube als Ganzes so ein bisschen verändert. Ich meine jetzt nicht mal in der Richtung, vom wegen dieser ganzen Neuerungen da mit den Heroes und den Richtlinien, also die Richtlinien durchgesetzt werden. Sondern so im Allgemeinen, dass sie irgendwie schlussendlich. Es hat sich für mich so einiges getan, von damals, wo ich angefangen habe zu gucken, bis jetzt. Also, da könnt ihr mir auch gerne mal eure eigene Meinung schreiben, was meine Themen natürlich auch uns sagen, anderen immer, aber würde mich nochmal besonders interessieren, weil, ja, wie ist das so für euch jetzt? Hat sich für euch was getan, so im Laufe der Zeit, so was ihr guckt und so, weil, für mich war es früher so, ich habe halt eigentlich generell, ich scheiß auf alle großen YouTuber. Auf die deutsche YouTuber geguckt, dann ja auch so kleine, wo ich dann halt auch so ein bisschen persönlichen Kontakt hatte und mittlerweile ist da für mich doch eher so ein bisschen. Oh cool, das hat mal geklappt. Das hat sich ein bisschen was geändert. Das ist noch nicht mal irgendwie. Ah shit, und jetzt. Da vergehe ich es natürlich, nachdem ich da mit dem anderen ohne Probleme durchgekommen bin. Also. Ich habe zwischendurch so ein paar etwas größere YouTuber geguckt, wo allerdings halt auch noch so ein bisschen näher da war. Mittlerweile halt auch viele amerikanische, wo ich die Kommentare gar nicht erst anfange, weil bei vielen weiß einfach, die gucken da nicht rein. Aber da ist halt der Content hat halt eine gewisse Qualität, wo ich da sagen will, das gucke ich auch so noch. Aber für mich ist so ein bisschen schade. Der Wegfall von vielen kleinen YouTubern. Also, und da muss ich sagen, das ist noch nicht mal so, von wegen, ich habe einfach, bin einfach so weggegangen oder so. Viele haben gewissermaßen aufgehört. Also, wenn man so drüber nachdenke, einige Kanäle von dem, wo ich angefangen habe zu gucken, haben aufgehört, Videos zu machen, komplett. Einige haben zwischendurch einen ziemlichen Wechsel drin gehabt, dass sie halt auch wirklich Sachen gemacht haben, wo ich dann sagte, okay, das hat mich interessiert mich echt nicht mehr. Und auch wenn ich die Person dahinter mag, also sorry, ich gucke trotzdem nicht alles. Ich meine, wie die meisten auch so reden, also ich gucke nicht alles bei jedem. Und ich weiß nicht, mittlerweile ist halt eher so die einige größere amerikanische YouTuber und so ein bisschen so die kleinen, das fehlt mir so ein bisschen, weil da gibt es irgendwie mittlerweile die ich finde, dann entweder so ganz klein und man vielleicht auch nicht Sachen, die ich unbedingt gucken will und oder dann ist halt schon eine gewisse Größe da und da ist halt auch schon ein bisschen dieses. Gucken die auch noch auf Kommentare. Und halt auch viele, wo ich mir dann wünschen würde, dass ein paar Sachen machen, die ich gucken würde, aber die halt irgendwie auch momentan Pause haben, mehr oder weniger. Also sei denen gegönnt, aber. Ja. Schade ist das trotzdem irgendwo. Ich meine, ich hätte auch Sachen, dass ich daraus. Bei gewissen Communities mal drin war und irgendwie wieder rausgegangen bin, weil so kann ich das vielleicht anstellen. Weil einfach gewisse Geschichten. Shit. Gewisse Geschichten passiert sind, also zum Beispiel damals auf dem Dingray-Server. Da Minecraft Multiplayer, da hat sie halt auch wehgetan, dass ich mit einigen Leuten nichts mehr zu tun habe. Mit einigen nur noch so am Rande, was auch ganz cool ist, aber passiert. Das ist immer mal ein bisschen schade, weil doch einige sehr nette Leute dabei waren, aber. Ja. Ein paar Sachen sind halt auch passiert, die ich mir nicht gefallen lassen konnte, also von daher. Naja. Gut, das soll es auch gleich gewesen sein, also ich versuche das noch einmal.
Ich weiß, ich sehe nicht mich imstande, dieses Ganze so abzuschließen, dann vor allem nicht so. Dann mache ich auch gleich nochmal eine Folge, das soll es auch schon gewesen sein. Also, ich habe noch was anderes vor, von daher. Ja. Wobei, was ich noch dazu. Das war gut. Das war sehr toll. Wobei, was ich noch dazu sagen muss, dass sich bei mir da so ein bisschen Interessenfeld geändert hat. Also, Hearthstone zum Beispiel gucke ich mittlerweile. Ich gucke es immer noch. Eigentlich auch noch recht viel, aber. Da ist zum Beispiel die Luft auch so ein bisschen raus, weil. Ach ja, ich weiß auch, was das andere Thema war. Scheiße. Die Luft ist da so ein bisschen raus, weil die. Mist. Es hat einige Sachen im Spiel passiert, und ich glaube, das war darauf, ich in der nächsten Folge eingehen werde, weil das auch ein relativ interessantes Thema ist, finde ich, was nicht nur auf Hearthstone zupasst. Das haben sie auch bei anderen Spielen. Auf einen Publisher, aber dazu werde ich dann kommen. Und das soll es erst auch mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Hoffen wir das Beste, befürchten wir das Schlimmste und sehen uns dann in 3 Folgen nochmal hier an dieser Stelle. Na Gott. Bis dann. Tschüss.